Zu deiner großen Überraschung, Zulamin, erkennst du eine weitere Person, und zwar den Abt Assaban von Zorgan zu Janka. Dieser herausragende Gefesselt Aussehen. Oder nicht gefesselt? Nicht gefesselt. Er geht, und gut, das muss jetzt erst einmal nichts Bösartiges sein, aber du kannst 10 weitere Frauengardisten erkennen, und ja, Ephemia von Nahuabad hat auf alle Fälle nichts Gutes im Sinn, aber an seiner Seite, an ihrer Seite, dann der Abt Assaban, die sich hier gerade gemeinsam vertieft in ein Gespräch unterhalten und unglaublich fasziniert sind von dieser Stadt. Kerbada! Ja? Ihr kennt den Tetraeder. Kann er das Tor auch wieder schließen? Bin mir nicht sicher, ich hoffe es. Sollen wir sie hier einschließen? Wäre die leichteste Möglichkeit, unsere Verfolger loszuwerden. Wollt ihr sie wirklich mit Gürtel hier einschließen? Ich dachte mir, wir schaffen den Gürtel herbei und verschwinden. Gut, dann schlagen wir uns in eine Seitengasse. Also falls sie uns noch nicht bemerkt haben, denn wir sind ein klein bisschen auffällig. In irgendeine Ecke also gedrückt. Ja, ihr seid auffällig, aber die kommen gerade frisch in die Stadt rein und ja. Kannst du mal drauf deuten, wo wir sie sehen? Also oder ihr seid hier gerade am Bazar und könnt dann sehen, wie sie denn hier durch diese Seitengasse gerade nach unten laufen. Und hier oben sind alle Token. Dann entschwinden wir erstmal in den Tempel der Belkalel, oder? Ja. Denn da wollten wir ja hin. Vielleicht können wir ihnen so entgehen, es sei denn, sie kommen uns gleich nach. Denn in der Menschenmenge können wir nicht untergehen, denn Raphim ist fast 200 Meter groß. Und er wird von allen angebetet. Es kommt noch also dazu. Zur Zeit weniger jetzt gerade, weil hier war wohl die Macht des Samomujim nicht ganz so stark, aber auf alle Fälle. Außerdem sehe ich halt immer noch aus wie ein Parade-Schwarzmagier, was mir langsam aber zunehmend missfällt. Genau. Exzellent, wenn es zum Kampf kommt, haben wir die Bevölkerung auf unserer Seite. Ja, ich glaube auch. Es hat den Vorteil. Die Herzen und Gedanken. Du solltest es vielleicht nicht exzellent nennen. Ja, hat den Vorteil, du bist nur in der schwarzen Robe, also du bist kein Schwarzmagier, weil es gibt die große Gilde bis jetzt nur, wenn überhaupt. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es halt super auffällig ist. Ich glaube, viele Magier in Schwarz rum. Wie viele Magier laufen hier rum? Ich. Richtig. Und der andere Kopter. Richtig. Merkst du was? Ja, ich meine es allgemein. Nicht unbedingt ein Hotspot für Gildenmagier, dieses Kaff. Hotspot für gar nichts. Das Kaff hat halt doch irgendwie schon 14.000 Einwohner, ne? Aber ihr könnt dann auf alle Fälle über den Bazar in Richtung Norden huschen und dann über die Mauer im Inneren des großen Balkalil-Tempels verschwinden. Diamantas, könntet ihr am Tor stehen bleiben und nach draußen schauen, wohin sie gehen? Ich fall hier wohl genauso auf wie ihr, aber... Ihr seid wesentlich weniger auffällig als jeder einzelne von uns. Ich möchte nur wissen, ob sie uns nachkommen oder ob sie ein bestimmtes Ziel haben. Und ich denke auch, wir bleiben hier nicht lange, aber wir wollen uns kurz umsehen. Ich möchte da auch nicht unbedingt rein. Ich bleibe hier stehen und behalte sie im Auge. Nun gut, also jeder macht das, wir sehen uns um, Kapitän, ja, und dann sollten wir möglichst schnell einen Plan machen. Diamantes Sinnschärfeprobe plus 12. Großartig, ich habe einen vollen ASP-Speicher und möchte da 4 ASP reinmachen, um die plus 12 auf eine plus 4 zu negieren. Sehr gut, genau. Ich weiß auch, wen ich Schmiere stehen lasse. Du gibst vor der Probe 4 Punkte aus und 8 ZFP mehr. Ich könnte auch sagen, Zulamin kennt auch ihre Pappenheimer. So ist das. Normalerweise wird dadurch Erschwernis nicht verringert, sondern eben mein... Genau. Aber passt schon. Aber genau, mathematisch macht das keinen Unterschied. Das ist keine Doppel-Eins, es ist gelungen. Und was dir auffällt, ist, wenn du die Frauen gerade anguckst, die haben wohl überhaupt keinen Blick für dich oder für euch. Auch Ephemia wohl nicht, auch die Hauptfrauen nicht, aber du siehst eine Katze, die wohl sehr zielstrebig in Richtung von Ephemia huscht und dann mehrere Male miaut. Sie blickt dann wohl mit ihren ekelhaften Katzenaugen in deine Richtung, du siehst sie kurz aufglühen und dann miaut sie wohl wieder, während sie in den Gassen verschwindet. Die Katze hast du die ganze Zeit schon gesehen. Die ist wohl auch an den Füßen von Abel mir vorbeigehuscht, aber ja. Ich habe mir gerade Ocean Pergament angeguckt auf den Ocean Merkmatschen. Also Abel mir hatte da wohl trotz dessen, dass sie um die Beine von ihm gestriffen ist und ich da so ein bisschen angeschnurrt hatte, das ist die gleiche.
Sulamin. Es ist zu spät, sie haben uns entdeckt. Ist. Und verdammt. Die verdammte Katze, sie auf uns aufmerksam gemacht zu haben. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Was für eine Katze? Diese. Weiß ich, dass Iphemia eine Hexe ist? Weil in Aranien verstecken sich Hexen ja normal nicht. Ja, weißt du nicht. Okay. Eine Katze? Eine Katze. Ich habe sie schon gesehen, dann immer in ihrer Umgebung. Aber sie scheint uns direkt angeschaut zu haben. Eure Blicke haben sich getroffen und dann. Ja, sie hat ja auf die ohne Zweifel auf sie aufmerksam, auf uns aufmerksam gemacht. Verdammt. Nun, dann schnell, haltet weiter Ausschau, wir sollten uns hier nicht. Ich weiß nicht, was sie wollen, ob sie uns nachkommen. Ja, der Tempel selbst, in dem ihr euch gerade aufhaltet, sieht auch eine Art festungsmäßig aus. Also viele große Brücken, die hier abführen, auch Stein, weitere Zwiebeltürme, wie im Avesha-Tempel sind es nicht, aber schon große Türme. Es sieht aus, als würde hier, also zum Beten kommen die Leute hier nicht hin. Es ist, ja, der Krakyakesh war wohl zur Abwehr gedacht, zur Abwehr von Feinden von außen. Auch um zu spähen, weil er unbedingt ziemlich groß ist, könnte man damit auf die Bauernfelder und die Ziegenpferche und so, konnte man hinüberblicken. Das hier sieht eher so aus, als wollte man irgendetwas gefangen halten, als ob man irgendwie Wache nach innen hält. Und während ihr euch dann so ein bisschen an die Mauern heranpirscht und ja, so ein bisschen diskutiert, ob ihr bereits enttarnt worden seid, könnt ihr sehen, wie ein Priester, Priesterin auf euch zukommt mit einem schwarzen Schleier, den er wohl trägt, aber trotzdem könnt ihr erkennen, dass er über Brüste verfügt und über einen Penis. Ein Zwitterwesen? Willkommen im Tempel von Balkalil. Seid ihr zum Beten hier? Nicht gegrüßt. Exakt. Uns wurde auf dem Markt gesagt, dass man hier opfern kann. Sagt, was ist eure Aufgabe hier? Ich bin nur ein einfacher Diener der Satrapina. Sie ist zurzeit zu den Festivitäten gemeinsam mit den hohen Herrschaften im Krakyakesh, beim Left-Hand-Tempel. Also seid ihr ein Akolut? So kann man sagen, ja. Ein Akolut. Aber ihr könnt doch bei mir opfern. Oder etwas mitgeben. Ist es denn erlaubt, den Tempel zu betreten? Wenn ihr mögt. Ihr könnt auf der Ostseite den Tempel betreten und dort beten. Ihr seid eine Geweihte der Raja-Ushtama, oder? Ja. Aus Fasar, wie ich sehe. Euer Auge ist scharf. Aber was schließt ihr daraus? Ich mag euch nicht. Ihr bringt Unglück. Ihr alle aus Jolfasar. Warum? Ihr seht, ich bin jung und dieses Zerwürfnis war lange vor meiner Zeit. Aber bitte, erzählt mir davon. Weil hier immer noch danach giert, die große Statue des Helden von hier zu entfernen. Es war schon immer euer Ziel. Nun, aber habt ihr geschickt und Krieger, Diplomaten, und doch habt ihr eine falsche Zunge. Aber diese Statue steht ja nicht in diesem Tempel, oder? Nein. Steht sie nicht. Dennoch mag ich euch nicht. Nun, was sollten, wie gesagt, ich bin jung und hatte damit nichts zu tun, aber warum ist diese Statue so wichtig? Sie beschützt Yerekesh, hat man mir gesagt. Und das scheint mir eine gute Sache zu sein. Sie beschützt Yerekesh vor dem, was dort lauert. Und ihr solltet das dabei bewenden lassen. Nur aus Yerekesh. Yerekesh ist eine blühende Stadt. Was sollte hier lauern? Keine Fragen. Erzählt uns doch vielleicht lieber von eurer Göttin.
Sie ist mächtig. Sie ist zornig. Warum ist sie zornig? Auf wen? Nicht auf euch, nehme ich an. Sie ist immer zornig auf jeden. Wir opfern ihr, um von ihr in Ruhe gelassen zu werden, um ihrem Blick zu entgehen. Also beschützt sie Yerekesh nicht wie die anderen, sondern ist eine Bedrohung, wenn sie nicht besänftigt wird? Sie will immer nur Blut. Sie will Leben und Blut. Eine interessante Parallele zum exzellent dargestellten, was ich meinte ist, nun ne. Was er meinte ist, dass ihr damit offenbar eine wichtige Aufgabe hier erfüllt. Hoch. Und meine Herrin. Eure, die Tempelvorsteherin, die ihr erwähntet, die auf dem Fest im Left-Hand-Tempel ist. Satrapina, ja. Wir haben gehört, ein Großkopter aus Elem ist gekommen. Vor einigen Stunden soll er wohl hier entlang gestriffen sein. Er hatte Geschenke dabei. Große Mannwider, Leftanim, Krieger. Zum Schutze. Chimären. Freut euch das? Traut ihr ihm? Es freut. Den Elemiten kann man nicht trauen, aber Geschenke sind immer gut gesehen. Ein Zeichen der Versöhnung. Wie heißt dieser Elemit? Ich weiß nicht. Er wurde angekündigt, aber ich mache mir nichts aus Elemiten. Wir sind damit beschäftigt, zu opfern und den Zorn zu besänftigen. Satrapina weiß es. Ihr müsst den Krakiakisch fragen. Man kann ihn euch sicher vorstellen. Ihr seid auch Koptanim? Blicke mal zu Boltax runter. Was hat er gesagt? Ob ihr Kopter seid? Ich nicke. Bedächtig. Und ganz würdevoll. Es ist unter seiner Würde, mit euch zu sprechen, aber ja, ist er. Ja, ich hörte, die Yolfasara haben Zwerge. Angrosche, weiß ich. Dass sie jetzt auch eigene Koptanim ausbilden. Familienstammbäume. Nun ja, macht euch darüber keine Gedanken. Dort entlang, sagt er dir, geht's zum Tempeleingang? Ja, kommt mit. Ich bring euch zum Schlund. Zum Schlund? Ein ungewöhnlicher Name für einen Eingang. Moment, hat der Schlund gesagt? Ja. Oh, ich wusste nicht, dass es hier einen Vulkan gibt. Eine Abfallgrube? Ja, ich vermute auch etwas weniger huldvolles. Warten wir ab und sehen es uns an. Ja, wenn ihr ihm folgt in den Tempel hinein, könnt ihr sehen, wie dort wohl eine Grube nach unten führt. Alles hier ist verkleidet aus Leder verschiedenster Tiere und es riecht auch nach diesem typischen Ledergeruch, was aber auch zu warm geworden ist. Der Boden ist damit belegt, die Wände, die Decke, alles ist aus Leder verkleidet. Und wenn ihr dann in diese Grube herantretet, könnt ihr auch sehen, wie da so ein kleines Geländer dran befestigt ist, damit man nicht hineinfällt, greift er zu einer großen Schale und zieht einen Opferdolch hervor, den er euch dann reicht. Sulamin wappnet sich, bevor sie diesen Tempel in Anführungszeichen betritt. Und ja, wenn wir dann da so stehen, was ist das? Ich deute auf die Grube. Ihr wollt opfern. Ich nehme an, Baikelel möchte Blut? Nein, ich denke nicht, dass ich das möchte. Ich schaue mal in die Grube hinunter. Du siehst, dass da wohl Blut, schwarz und krustig, entlang geflossen ist. Viel. Wie tief ist die Grube überhaupt? Schwarz, also du weißt nicht, wie tief die ist. Die führt nach unten. Ihr könnt Ziegen kaufen. Ziegen sind auch Opfer, das sie annimmt. Ich nicke und versuche mal einen Moment, die Präsenz von dieser Tempelhalle und von diesem Schlund zu erspüren.
Also ähnelt es dem Ding aus meiner Vision, so gefühlsmäßig? Gefühlsmäßig bist du nah, aber noch nicht da, wo du sein musst. Und also Tiefe unbestimmt, es ist einfach schwarz und geht sehr weit nach unten. Hm. Und so von oben, also keine Ahnung, Länge. Es ist ja nicht kreisrund, sondern es hat vermutlich auch diese Ovalform. Ja. Also die Männer um dich herum haben das eventuell nicht so erkannt, aber du auf alle Fälle. Also es ist schon diese Öffnung, ja. Gibt es denn noch weitere Türen, Portale in andere Räume vielleicht? Ja, also wenn du dich umguckst, kannst du sehen, wie da wohl noch größere Gänge abgehen zu einer Galerie und du kannst dahinter dann auch so ein bisschen Blöken hören, als ob da irgendwelche Ziegen stehen. Und wenn du dann mal in die Richtung gehst, da würde ich da nicht aufhalten. Viel Personal kannst du hier nicht sehen, keine weiteren Akoluten. Siehst du, wie in einem weiteren Raum eingepfercht sind, so Holzpferchen, Ziegen. Ihr verkauft diese Tiere? Ja. Sie sind Opfer von Bauern in der Umgebung. Wir haben viele Tiere. Nun, dann gibt es doch 5. Zulamin, dir fällt übrigens auch auf, an der Stelle, wo die Schale aufgestellt ist, auch da würdest du eventuell, ja, doch, das Lustzentrum der Frau vermuten. Also, das ist hier schon mit System angelegt. Und, wird er die Schale mal hervorholen und ein bisschen Münzen einsammeln. Würde ich nichts für geben. Silber reinlegen, oder? Haben wir mehr? Ja, ich würde mich da bewusst zurückhalten. Ich habe kein Geld, also... Sorry, das Verständnis halber, wer hat jetzt die Schale? Der Ziegenmensch. Der Ziegenmann, er nimmt die und würde dann vor Abelmir stehen bleiben oder so, je nachdem, wer jetzt was kaufen will. Abelmir, bezahlt den Mann. Nun, ich habe kein örtliches Geld dabei, versteht ihr? Ich würde ihm mal kramen, irgendwie eine Silbermünze rausfischen, die unauffällig ist vielleicht. Ja, er nickt. Besonders abgegriffen. Genau. Ja, aber so eine Ziege, da wirst du mehr als ein Silber geben dürfen. Nun, wie viel verlangt ihr für diese 5 Tiere? 20 Silber. 20 Silber, ihr beliebte Scherzen. Die sind höchstens 10 wert. Sie werden geopfert. Oh, das Blut. Nun ja, ich gebe euch 12. Dann kriegt ihr aber weniger als 5 Ziegen. Ist es nicht Sitte, zu falschen? Wir reden über Zorn von Göttern. Also 15. Ich gebe euch 4 Ziegen. Und dann wartet er darauf, dass du die reinklimpern lässt und stellt er die Schale wieder an Ort und Stelle und macht dann, nachdem er dann wieder zu dir gekommen ist, 4 der Pferche auf. Da verstehe einer dieser Thulamiden. Die auch Verständnisschwierigkeiten. Ich finde diese Sprache auch furchtbar. Nein, manchmal wollen die handeln, manchmal wollen sie nicht handeln. Ich verstehe es nicht. Voltax, das ist nicht sehr nett. Es ist aber wirklich schwierig. Immer dieses und ich komme da überhaupt nicht mit. Es ist keine klare Sprache. Angram zum Beispiel, das ist eine gute Sprache. Oder Rogolan. Sind klare Silben hintereinander. Nun ja, es klingt. Halten wir nicht alle unsere Muttersprache für die schönste? Diamantis, bist du eigentlich draußen stehen geblieben an der Mauer oder bist du mit reingekommen? Ich bin draußen stehen geblieben. Du kannst sehen, dass die Katze jetzt wohl über die Häuserdächer versucht aufzuschließen und du siehst, wie sie dann tatsächlich aus dem Westen kommt von einer der... Also sie will nicht an dir vorbeigehen, sondern sie springt über die Häuserdächer mit einer unheimlichen Intelligenz von Dach zu Dach und dann auf die Mauern des Baikali-Tempels. Bist hier runter? Du Wind! Weißt du, willst es? Blackeratz verlangt Blut! Also, nur zum Verständnis, da wo unsere Tauben stehen, ist der Eingang und die ist wahrscheinlich von diesem Gebäude hier raufgesprungen. Genau, also du stehst aktuell an dieser Stelle. Du konntest sehen, dass sie von hier aus, also hast sie verfolgt, wie sie denn hier und du hast sie ab und zu mal verloren, aber dann tatsächlich gesehen, wie sie dann hier rüberspringt.
Mach dich bei den Zuhörern beliebt und töte eine Katze. Ja, dann beiß ich den Stummel meiner Zigarre fester, hole meine Balestrine heraus, nicht die goldene, sorge dafür, überprüfe die nochmal, ob die durchgeladen ist. Und in vor einem ungesehenen Augenblick gehe ich hier kurz hinter der Mauer und schaue, ob ich da irgendwo hochkomme. An also der Stelle nicht, du siehst hier eine Treppe und da eine weitere Treppe, damit könntest du dann nach oben treten. Der Innenhof an sich ist auch leer, also draußen auf dem Bazar ist viel los, die Leute feiern, sind gut gelaunt, aber es gibt so eine magische Schwelle, da geht keiner rüber. Und du merkst auch so, die Geräusche dahinter sind ein bisschen dumpfer. Die Katze ist zumindest verschwunden und geht dann auf diesen Zinn weiter weg. Zu lange gezögert. Ja, dann setze ich am Laufen an und möchte die Treppe hochlaufen, um sie hier Athletik hinzugehen, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Athletik. Kann doch nicht sein, dass wir hier von einer Katze ausspioniert werden. Nicht unter meiner Aufsicht. Athletik, komm sofort. Wäre eine Katastrophe. Nee, der war einfach nicht gut. Oh, ja, gut. Den hätten wir einfach unkommentiert lassen sollen. Nichts dazu sagen. Ja, dann du schnaubest ein bisschen die Treppe nach oben und wenn du dann oben auf der Mauer ankommst, kannst du auch wieder sehen, wie ja, um dich herum gefeiert wird, aber die Katze ist verschwunden. Scheiße. Hey, komm her, Miezekätzchen. Komm, ich will dir gar nichts Böses. Willst du auf dem Dach entlang laufen? Kannst du zumindest von hier aus weitergehen. Ja, ich würde jetzt auf dem Dach entlauf laufen, erhöhte Position, von denen man aus viel beobachten kann. Und versuche mich irgendwie an aus der Perspektive der Katze zu orientieren, denn die möchte ja sehen, was hier drin vorgeht. Und so ja dieses Dach, den Dach ablaufen. Um vielleicht von irgendwo die anderen noch beobachten zu können. Okay, vielleicht gib aus mal einen Dachfenster. Wurf auf Initiative. Nicht auf Initiative, sondern auf Intuition. Intuition, danke. Denn die Katze verfügt über den Vorteil Kehlenbiss. Ja. Dann kriegt er aber Erleichterung, weil er Aufmerksamkeit am Kampf gespürt hat. Ja, richtig, genau, aber mit der 5 ist das irrelevant. Nee, ist erschwert um den Wert, den die Katze im Manöver kennt. Du siehst sie über dir sitzen, im Hinterhalt, und sie springt dich an. Du bekommst keine, also sie bekommt keine plus 8, sie macht einfach nur einen. Iphemia gibt den Schicksalspunkt nicht aus. Doch, Iphemia gibt den Schicksalspunkt aus. Wie groß ist denn die Katze, Frau Versuchung? Ich nagel dich darauf fest, wenn Diamant gleich losgeht und Iphemia aus einer halben Meile Entfernung erschießt. Ja, ist völlig okay, aber Iphemia hat den Schicksalspunkt für die Katze ausgegeben. Sie springt dich an zu einem gezielten Biss in die Kehle. Und du kannst sie dann wohl noch so ein bisschen abwehren, sodass sie dir dann an deine Rüstung springt. Und die Krallen fahren da so ein bisschen über das Leder rüber, aber zumindest schafft sie den Biss nicht. Ja, ich trete, gerade weil ich sie gesehen habe, einen halben Schritt rückwärts. So springt sie gegen meine Rüstung. Drücke sie mit dem Arm ein wenig weg. Mit meiner linken Hand ziehe ich meine Balestrina und während sie auf dem Boden aufkommt, halte ich mein Visier in ihre Richtung und möchte schießen. Sie ist aber ein sehr kleiner Gegner. Das ist okay, sie steht direkt vor mir und ich bin ein meisterhafter Schütze. Ich weiß, aber sie versucht trotzdem auszuweichen. Ja, das darf sie auch tun. Sie darf auch noch versuchen wegzulaufen, denn ich nehme mir eine zusätzliche Aktionszeit, um eine Ansage einzusagen. Ja, dann springt sie, sie ist eine Katze, sie springt von, sie hat es jetzt nicht geschafft, dann springt sie hier die Mauern runter. Die Katzen gleich auf ihren 4 Pfoten, ohne dass sie sich was tut. Höhe, boah, von hier aus, du bist hier die Treppe hochgerannt und da die Treppe, also 10 Meter. 10 Meter, okay. Dann Kampf. Aus der Luft, komm, aus der Luft. Ja, das sehen wir gleich wieder. Es kommt 10 Meter ist leider. Ich kann keinen freien Schritt in die Tiefe machen. Das heißt, es ist die vierte Instanz. Was willst du machen? Kann halt ich? Runter. Du kannst halt runterspringen und währenddessen schießen. Komm, während du in der Luft bist. Nicht für eine scheiß Katze. Das könnt ihr vergessen. Ich schieße da hinterher. Okay. Und sage, ja komm, die kann das überleben. Ich sage eine Ansage von 10 an.
Das heißt, ich würfe mit der Ansage effektiv auf die 23 und da kommen dann die verschiedenen Erschwernisse rein. Mal schauen, ob wir das berechnen müssen. Oh, und fuck. Das, ja, müssen wir nicht. Wie viel Schaden machst du? Ich mache 1W6 plus Runde, das ist noch plus 0, also 1W6 plus 6. 1W6 plus 16. Der Ansage. Wie ist die Wundschwelle von der Katze? 18. Die Lebenspunkte sind hier ja gegeben. 13. Ja, das Ding ist tot. Das Ding ist super tot. Irgendwo in der Stadt bricht eine Frau zusammen. Ja, die Katze springt die Mauer runter. Diamant, das zieht seine Balestrina, deutet auf die fallende Katze. Und während sie katzengleich mit ihren allen vier Pfoten aufkommt, schlägt auch der Bolzen in ihren Aufschreien und jaulen und nagelt sie in dem sandigen Boden fest. Regungslos. Ja, es gibt kein weiteres Miauen und dann blickst du dich zufrieden um.